Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 23. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel höher, wobei der Leitindex S&P 500 um 0,41%, der Dow Jones um 0,53% und der Nasdaq um 0,46% zulegte. Der Nebenwerteindex Russell 2000 legte um fast 0,6% zu. Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute uneinheitlich gehandelt. Der australische S&P ASX 200 fiel um 0,6%, der koreanische Kospi legte um 0,2% zu, der indische Nifty 50 wurde um 0,1% niedriger gehandelt und die Indizes in China legten um 0,3 bis 0,5% zu. Die Börsen in Japan waren wegen eines Feiertags geschlossen. Die DAX-Futures deuten für heute auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassensitzung hin. Das Treffen des erweiterten Ölkartells OPEC Plus wurde gestern vom 26. November auf den 30. November verschoben, da sich die Mitglieder nicht über die Fördermengen einig sind. Den Umfragen zufolge hat die rechtspopulistische Freiheitspartei bei den niederländischen Parlamentswahlen die meisten Sitze gewonnen. Ein Referendum über einen EU-Austritt gehört zu den Vorschlägen der Freiheitspartei. Wichtige Kryptowährungen geben leicht nach. Der Bitcoin fällt um 0,5%, Ethereum und Dogecoin verlieren 0,3%, während Ripple um 1,1% fällt. Energierohstoffe geben nach. Öl wird um 0,8% niedriger gehandelt, nachdem es nicht gelungen ist, die Widerstandszone von $82,50 zu überwinden. US-Erdgaspreise fallen um 1%. Edelmetalle profitieren von der Schwäche des US-Dollar. Gold und Silber legen um 0,3% zu, Platin steigt um 0,5% und Palladium wird um 0,2% höher gehandelt. Australischer Dollar und Neuseeland-Dollar sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während US-Dollar und Schweizer Franken am meisten nachgeben. Heute ist Thanksgiving in den USA, daher sind heute die US-Aktienmärkte geschlossen. Am morgigen Freitag schließen die US-Aktienmärkte 3 Stunden früher als üblich, also um 19 Uhr deutscher Zeit. Man kann heute und morgen mit weniger Handelsumsätzen an europäischen Börsen rechnen, da die US-Märkte als Antriebskraft fehlen. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.